Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Movie Days. Heute mit Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Und mein jüngeres Ich, sag ich mal, ja, was soll ich sagen, hat sich ein bisschen gefreut. Also, ich war zuerst durch die Trailer ein bisschen skeptisch, aber das wurde dann alles sehr schnell, ich sag mal, widerlegt, über den Haufen geschmissen. Denn dieser Film ist unglaublich guter Fanservice. Ihr habt x Anspielungen vom Intro über gewisse Witze. Der Film nimmt sich nicht zu ernst. Und bringt dann auch dadurch gewisse Sachen mit in die ganzen Gags mit rein, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Also hier ist wirklich Schlag auf Schlag, Witz über Witz, und trotzdem genug Platz für ernste Sachen, genug Action für die Lore. Einfach fantastisch, dieser Film. Gibt mir persönlich als Fan so viel. Allein schon dieser Kampf, ohne Scheiß. Ich habe jetzt 30 Jahre auf diesen, ja, nicht ganz 30 Jahre, aber ihr wisst, was ich meine. Sagen wir 28 Jahre auf diesen einen Kampf gewartet, den ich damals als Kind immer mit Actionfiguren gemacht habe, und zwar Batman vs. Shredder. Saugeil. Also, beziehungsweise ich habe mich auch als Kind schon gefragt, ey, wenn Batman vs. Shredder kommen würde, was würde passieren? Wie würde es passieren? Und Alter, es ist saugeil. Und wie gesagt, dieser Film ist einfach nur noch Fanservice pur. Da ist so viel drin. Puh. Also, das jetzt alles aufzuzählen, wäre bestimmt im Schnelldurchlauf ein Video von 8 bis 15 Minuten, wenn wir circa auf jede Kleinigkeit achten, die eine Anspielung sein könnte, kommen wir bestimmt auf die 15 Minuten. Aber ansonsten, um das Ganze mal ein bisschen für Außenstehende zu machen: Er ist halt witzig, er hat eine gute Action, liegt aber mehr so im Mittelfeld von Filmen, die man jetzt als Außenstehender, der keine Comics mag, sehen würde. Da sagt man dann halt, gut, die Witze sind ein bisschen nett gemacht, okay, Action nehme ich auch noch mit, aber darüber hinaus gibt es halt für alle, die nicht irgendwie Fans der Batman oder der Teenage Mutant Ninja Turtles Reihen sind, Film des ganzen Franchise um dieser Figuren rum sind, die werden da keinen Spaß dran haben. Also, beziehungsweise nur mäßigen Spaß. Aber ansonsten für alle, die Turtles feiern, die Batman feiern, mega gut gemacht. Es fehlten mir so ein paar Figürchen da drin, die ich vielleicht noch gern gesehen hätte. Aber was ich auch loben muss, jetzt zum Abschluss, sind die deutschen Synchrosprecher. Also, wir haben hier Batman aus Injustice 2. Teil 1 habe ich leider nicht gespielt, deswegen Injustice 2 ist dabei. Dann haben wir noch die Turtles, klar gesprochen von ihren Originalsprechern aus der aktuellen Serie. Dann hätten wir hier noch Harley Quinn und Joker. Die werden von den Originalsprechern aus der alten Batman Animated Series gesprochen. Shredder konnte ich leider nicht zuordnen, aber wir haben zum Beispiel auch den Pinguin aus der alten Batman Animated Series. Ja, dann haben wir noch
ein paar andere, da müsste ich aber überlegen, beziehungsweise mal schauen, ob das wirklich die sind, die ich glaube. Ansonsten schreibt mir einfach mal die Lösungen, die ihr glaubt, in die Kommentare. Nicht auf Google gucken, welches genau sind, das macht ja gerade den Spaß daran aus, und schreibt mir das Ganze unbedingt mal in die Kommentare. Vielleicht haben ja einige von euch richtig geraten oder ich habe richtig geraten. Das können wir dann ja mal gemeinsam rauskriegen. Haben wir da auch eine schöne kleine Community-Aktion. Und ansonsten war es das von mir. Wie gesagt, Fans werden diesen Film lieben. Bei allen anderen kommt es darauf an, was man mag, was man nicht mag und was man toleriert. Und von daher gibt es für mich auf jeden Fall, von mir auf jeden Fall den Fansupport als Empfehlung. Gönnt euch das Ding. Es ist, wenn ihr Fans seid, dann brauchen wir gar nicht hier weiter drüber zu reden. Es ist ein Muss. So, und damit bin ich jetzt wirklich raus. Euer Open Beta. Bis zum nächsten Mal. Ciao.